Hallo, herzlich willkommen hier bei uns in der Fleischwerkstatt. Was wir heute machen, ist ein gegrilltes Rostbeef bzw. ein gebratenes Rostbeef am Stück. Das ist was die Leute relativ gern machen. Ich finde es einfach eine geschickte Sache, sowas mal am Stück in den Ofen zu schieben, weil wir die Möglichkeit haben, ich mache das Ganze, bereite es vor, bevor meine Gäste kommen. Wenn die Gäste kommen, kann das Ganze entspannt im Ofen bleiben und erst aller Minute, wenn die Gäste da sind, machen wir das Ding fertig. Ist eine schöne Geschichte. Ich zeige euch mal, was wir hier an Material vorbereitet haben. Das ist jetzt ein Fersenrostbiff, sauber pariert. Ich lasse hier gerne auch ein bisschen von der Fettkante drauf. Und das Ganze wird jetzt mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Senf von meiner Seite hierher gewürzt. Da darf man auch ruhig ein bisschen großzügiger würzen, denn wir würzen ja nur den Randbereich. Und die Schnittfläche bzw. das Innere des Rumpsteaks oder Roastbeefs wird ja nicht davon berührt. Jawohl, flieg um. Das ist jetzt auch was, wo man wirklich sehr, sehr früh, bevor Gäste kommen, in den Ofen machen kann. Man ist da von der Temperatur, die man dem Ofen gibt, flexibel. Wenn ich jetzt weiß, ich brauche so ein Fenster von 3, 4, 5 Stunden, wo ich überbrücken muss, bevor meine Gäste dastehen. Dann nehme ich eben eine sehr milde Temperatur. Dann kann ich mit 80, 90 Grad arbeiten. Wenn ich weiß, es muss ein bisschen schneller gehen, dann kann ich mit 120, 130 Grad arbeiten. Da ist man also völlig flexibel. Ich mache es jetzt mal bei ca. 125 Grad bei mir in den Ofen rein. Und dann schauen wir mal, wie lange es braucht. Dazu muss ich mir... Dazu muss ich den Kernthermometer verwenden, der mir sagt, wann die gewünschte Temperatur erreicht ist. Damit ich ein fehlerfreies Ergebnis habe, führe ich den Thermometer mittig ins Fleisch ein. Es wäre jetzt blöd, von oben einzustechen, weil sonst stecht er wahrscheinlich bis unten durch und dann habt ihr nicht die Mitte getroffen. Also immer von der Seite reinstechen, damit er möglichst ins Innerste des Roastbeefs reinkommt. Jetzt kommt das Ganze in den Ofen und ich mache eine Kerntemperatur von 58 Grad. Das ist meine Zieltemperatur und wenn ich die 58 Grad erreicht habe, hole ich es raus und dann wird es einfach nur noch scharf angebraten. Dabei zieht die Temperatur von dem Rostbiff nochmal ein bisschen hoch und am Ende haben wir genau die Temperatur, die wir wollen, mit 60, 61 Grad und ein perfekt medium gebratenes Rostbiff. So, der Thermometer zeigt jetzt 57 Grad. Zeit, das gute Stück aus dem Ofen zu nehmen. Das ist jetzt natürlich noch sehr blass. Jetzt hört er auch auf zu piepsen. So, wir werden jetzt eine Pfanne vorbereiten. Ein bisschen Butterschmalz rein. Ich mache noch ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Rosmarin. Und dann werden wir das Ganze von allen Seiten schön scharf anbraten, um einfach von außen die Röstaromen drauf zu kriegen. So, Rosmarin mit rein. Den Knoblauch mit rein. Und dann ab die Post mit dem Roastbeef. Ein bisschen abtropfen. Und jetzt geben wir dem einfach schöne Röstaromen von außen drauf. Dann zieht das Ganze noch ein bisschen nach. Wir werden dann wahrscheinlich so eine Kerntemperatur im Kern von ca. 60 Grad haben. Das ist innen drin ein super rosa. Wir nehmen es raus, kurz ruhen lassen und dann schneiden wir das Ganze auf. Und ja, ihr werdet niederknien, wenn ihr das selber zubereitet. Die Dauer, wie lange ihr das Ganze in der Pfanne lasst zum Anbraten, ist natürlich ein bisschen variabel, hängt davon ab, wie hoch temperiert ihr eure Pfanne habt. Ihr könnt das Ganze auch auf dem Grill machen, beim Grill Vollgas, hochheizen, einfach so, dass schnell von außen eine Bräunung erfolgt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir von jeder Seite so 2-3 Minuten maximal anbraten. Das reicht auch vollkommen aus. So, das Roastbeef lag jetzt hier so 3-4 Minuten
Man kann es auch länger ruhen lassen. Je länger ihr es ruhen lasst, umso weniger Saft läuft euch davon. Aber je länger ihr es ruhen lasst, umso mehr kühlt es natürlich auch von außen ab und umso schwieriger ist es auch die Gier, das Ganze probieren zu wollen, im Griff zu haben. So, also ich würde sagen, gar gerade erwischt, schönes rosanes Roastbeef, da jetzt dazu eine gute Remoulade, eine grüne Frankfurter Soße oder einfach nur eine gute Kräuterbutter, mehr braucht man eigentlich nicht. Ich würde mich freuen, euch das nächste Mal wieder hier in der Fleischwerkstatt zu sehen und ich zähle auf euch. Danke.